So, Leute, willkommen zurück zu Catherine. Oh yeah, im letzten Part haben wir erneut eine der schwierigeren Prüfungen überstanden und haben erfahren, wir sind so gut wie da, Leute. Der Weg ist nicht mehr weit bis zur Kathedrale. Moment, was mache ich jetzt hier? Sollte ich vielleicht erstmal prüfen. Und genau diesen Weg wollen wir jetzt fortsetzen. Den Weg zur Kathedrale. Vor allem, was dann da auf uns zukommt. Erstmal muss ich jetzt aber schauen, wie ich mir hier ein bisschen was zusammenbasteln kann, dass ich auch hochkomme. Guck mal, das hat mir jetzt gar nicht mal so viel gebracht, tatsächlich. Nee, das war völliger Unfug. Ich möchte das am liebsten nochmal von vorne anfangen, das Level. Machen wir einfach mal. Gucken wir mal, wie weit wir zurückkommen. Okay, weiter als so geht es leider nicht. Ich würde gerne da hochkommen. Mit so einer Treppe. Nur wie ist das möglich? Das frage ich mich gerade. Ich frage es mich laut. Vielleicht muss ich auch einfach alles zum Einsturz bringen, wollte ich gerade sagen. So wörtlich war das jetzt nicht gemeint. Halt. Da können wir noch einen Block rausziehen. Ja, da könnte uns vielleicht vom Nutzen sein. Wir haben ja noch eine Technik gerade eben erfahren. Bestimmt müssen wir die uns zunutze machen. Jetzt würde ich da gerne hochkommen. Jetzt ist dieser doofe Block hier leider absolut im Weg. Und leider nicht nur der. Jetzt sind nämlich auch die anderen da im Weg. Moment. So. Das braucht aber... Es stürzt ganz schön langsam ein. Das Gebiet hier. Ich bin noch am Ausprobieren, Leute. Ich bin noch am Ausprobieren. So, guck mal. Jetzt haben wir immerhin hier schon mal eine Ebene. Sache ist nur, ich glaube, so wie ich das jetzt gemacht habe, nutzt mir das wieder absolut gar nichts, denn ich krieg da keinen zweiten Block raus. Der hier darf nicht runter. Ich mach's mal ganz von neu hier. Komm, Fall. Wow, wow. Brr, ja, die ganzen Kletterlevel werden wahrscheinlich jetzt immer ein bisschen länger dauern. Wir sollen immer den einfacheren Weg nehmen, sagt er. Dann müssen wir da erstmal herausfinden, was denn der einfachere Weg ist. Also wahrscheinlich hier so einfach. Können wir auch mir sehr gut vorstellen. Na, wobei, nee, guck mal. Bringt mir nämlich jetzt wieder nichts. Das wäre auch zu leicht gewesen jetzt. Das wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen irgendwie. So, jetzt haben wir den Block. Den. Nein, weil jetzt ist. Ah, wobei, Moment. Nein. Nee. Das ist doch blöd. Da ist immer. Ich brauche hier noch. Also den Block muss ich. Also nicht den, sondern den, der hier jetzt nicht ist. Der Block, den muss ich irgendwie dazu kriegen, dass er nicht da direkt sofort rausbröckelt. Weil ich ihn da noch brauche. Das kann ich schon wieder vergessen. Das kann ich. Der darf da nicht raus. Der darf da nicht wegfallen. Kann ich das überhaupt nur so weit rückgängig machen? Nee, kann ich nicht. Wie komme ich denn jetzt darüber, ohne den Block hier runterzustoßen? Gar nicht, glaube ich. So. Eventuell. Ich schiebe einfach mal wie bekloppt. Das ist interessant. Jetzt habe ich den Block da rausgezogen. Aber das irgendwie hilft. Jetzt gerade sehe ich es nicht spontan, wie es mir helfen sollte. Aber das könnte es ja vielleicht sein. Vielleicht muss ich wirklich einfach wieder alles zum Einsturz bringen und kaputt machen. Also jetzt kann ich sowieso wieder, ich muss nochmal von neu starten hier. Platsch. Ah Mann, direkt am Anfang, Leute. Wir sind noch nicht mal wirklich vorangekommen. Also eigentlich gar nicht. Ich versuch's mal alles zum Einsturz zu bringen hier. So. Zack. Ja, vielleicht tue ich das auch einfach doch nicht. Vielleicht besser nicht. So. Also denk mal, dass wir das hier machen müssen, ist recht offensichtlich. Und das kann ich den. Also ich kann den jetzt hier rausziehen. Wieder, das habe ich schon oft gemacht, aber ich brauche hier halt noch zusätzlichen Boden. Vielleicht hier einfach ein bisschen mehr damit arbeiten. Fällt er da runter dann? Nö.
Das bringt leider gar nichts. Und da ist jetzt nur dieser eine... Warte mal. Das wäre natürlich... Bin ich jetzt da drauf? So. Kann es den da rausschieben? Ja. Das war jetzt auch mäßig erfolgreich. Dum, dum, dum. So, bin ich jetzt... Da würde ich gerne rein, genau. Hier mit dem Kopf so zur Seite gehe, um zu gucken, wo ich gerade bin. Nee. So, jetzt bin ich hier. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache übrigens, ne? Das ist auch Schwachsinn. Nein, hä? Wow, ich bin gerade... Leider bin ich gerade ultra ratlos. Wahrscheinlich ist es total offensichtlich, aber ich sehe es echt nicht. Es tut mir leid. Ziehe ich die mal nicht alle raus hier, sondern nur die zwei. Von der Seite. Ich weiß schon wieder nicht weiter. Der hier ist blöd, dieser braune Block da oben. Wie habe ich den denn eben zum Einsturz gebracht, frage ich mich. Ja, doch, warte. Weiß ich, ich habe den da rausgezogen. So, zack, mal dahin. Nein! Oh, ich wollte nicht dahin gehen. Ich wollte warten, bis der runterfällt. Dang it. So, ziehe ich den hier raus. Jetzt fällt der runter. Nein, tut er nicht, weil er da immer noch gehalten wird. Jetzt fällt er runter. Nutzt mir das was? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. So, jetzt muss erstmal der hier runter, sonst kann ich nicht klettern. Fall. Gut. So, jetzt ist der da mal weg. Ist das gut? Man könnte sogar sein. Nee. Da brauche ich noch einen mehr. Ich könnte mir natürlich jetzt, wenn dieser Stein da weg ist, die drei Klettersteintechnik aneignen wieder. Dafür müsste ich nur irgendwie hier noch ein bisschen mehr Boden unter den Füßen haben. Vielleicht jetzt? Ja, jetzt müsste es aber klappen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es. Okay. Oh, meine Güte, Leute. Doch, okay. Ja. So. Jedenfalls komme ich jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne. Ob mir das da oben hilft, weiß ich jetzt leider auch nicht. So. Also ich bin ein bisschen weitergekommen schon mal. Aber ich glaube... Jawohl, okay. Meine Güte. Okay, jetzt weiß ich aber wenigstens, was ich da machen muss. Ich muss diesen einen Stein einfach rausschieben. Jetzt ist die Frage, muss ich diese Steine immer zum Einsturz bringen? Das könnte ich mir schon fast vorstellen. Dann machen wir das jetzt nochmal. So, jetzt ist der wieder weg. Fall. Verdammt nochmal. Fallen sollst du. Hilfe. So, ich muss den Stein erst nochmal hier auf den Boden der Tatsachen holen. Ja, warte, der kann da gar nicht rausfallen, weil der da noch von dem gehalten wird, links. Krieg ich den jetzt da noch weg irgendwie? Warte mal, ich glaube, ich hätte ihn nicht in die Richtung schieben sollen. Bitte sag mir, dass ich das doch so weit... Ja, stopp, das war schon gut. War doch schon gut. Alles okay. So, und anstatt ihn jetzt nach rechts zu schieben... Schiebe ich ihn nach links. Und zwar, na, einen noch. Hä? Ach so, ja, Moment. Das ist ja jetzt immer noch der hier. Okay, jetzt ist der erstmal wieder aus dem Weg geräumt. Guck mal, kann ich mir das wieder so bauen, das Konstrukt? Ich glaube, ja.
Okay, super. Okay, ich glaube, ich habe die Schwierigkeit dieses Levels, also was die Schwierigkeit an diesem Level ist, rausgefunden. Nämlich genau, damit man muss quasi die Blöcke aus dem Weg räumen, sodass man wieder dieses Dreierkonstrukt hier bauen kann. Und dann kann man noch weiter klettern. Aha. Da gibt alles einen Sinn auf einmal. Da oben ist auch ein Checkpoint. Gott sei Dank, Leute. Oh, wie schön. Wie schön, wie schön, wie schön. Perfekto. Wunderbar. So, weiter geht's. Okay, es gibt noch einen schweren Einleichen. Das ist bestimmt der schwere hier, oder? Weil hier die ganze Kohle liegt. Right, I got it. Ich sag was, ich geh einfach wieder zurück. Ist mir egal. so. Jawohl. Schön nach oben klettern. Oh Gott, hier muss ich aber Sachen zum Einsturz bringen. Aber da rechts klettern auf nur zwei Ebenen, das stelle ich mir schwierig vor. Komm du mal her. So, dann stürzt jetzt... Ah, nee, das stürzt natürlich nicht runter, weil er dann noch gehalten wird. So. Hm. Das war schon mal ganz großer Mist gerade. So. Nein, oh Gott, ich dachte schon. Das war nicht meine Absicht. Hm. Die Frage ist nach wie vor, ist das, was ich hier tue, richtig? Keine Ahnung. Werden wir sicherlich bald erfahren. So. Nee, halt. Halt! Nee, doch. Der muss hier weg. Und zwar am besten ganz weg. Damit ich mir eine nicht funktionierende Brücke bauen kann, weil der doch nicht weg muss. Das Problem ist, ich darf jetzt nicht dieses Konstrukt hier zum Einsturz bringen. Ich glaube, ich hätte da gar nicht erst runtergehen dürfen, tatsächlich. Oh, ich glaube, so weit kann ich jetzt aber nicht mehr zurück. Ich glaube, so weit kann ich nicht mehr zurück. Komm schon. Nein, so weit kann ich nicht mehr zurück. Verdammt. Was, dann probier es auf der anderen Seite einfach mal. Ob ich da vielleicht besser zurechtkomme. Auf dieser jedenfalls nicht. So, ich schieb's einfach mal zwei hier raus. Also ich weiß ja nicht, ob vielleicht funktioniert die Dreier-Technik hier genauso. Weil das eigentlich, ich glaube, das dürfte eigentlich nicht funktionieren. Nee, allein schon, weil der Block da jetzt runtergefallen ist. Wobei... Das ist ein Trampolin. Doch, das war wesentlich einfacher. Toll. Ja, wäre ich mal vorher da gewesen. Moment, ich will doch einmal rumklettern. Wegen dem Geld. So. Oh, da haben wir wieder einen Checkpoint. Und die Glocke läutet auch schon. Bing, bong. So. Mein Gott, wie viel Knete hier rumliegt. Aha. Jetzt muss ich mir da irgendwie das... so bauen, dass es die Treppe genau auf der anderen Seite erschaffen wird. Wieso kann ich da nicht... Moment. Momentchen mal. Halt. Vincent. Chill. Nicht so voreilig. Bin noch nicht fertig mit dir. Ich frage, ob ich das jetzt problemlos so machen kann. Sieht das auf den ersten Blick nicht so schwierig aus, aber ich muss trotzdem erstmal nachdenken. Nicht, dass ich es mir verbaue. Also der da oben darf auf keinen Fall runterfallen. Also der da auf der oberen Ebene. Aber der muss ein bisschen weiter hier rüber. So. Damit ich hier quasi hier die Brücke weiterbauen kann. Der muss da erstmal runter hier. Der stört mich gerade etwas. Nein! Och Mann, schon wieder! Ich wollte mich nur umdrehen. Oh. Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte mich doch nur umdrehen. Das ist aber eine sehr empfindliche Steuerung, weil man kann sich, wenn man die Richtung klickt, dann dreht man sich um. Aber wenn du eine ganz kurze Weile zu doll, also zu fest in die Richtung, zu lange in die Richtung drückst, so, dann geht da halt einen Schritt nach da und wird einfach mal zerquetscht, wie wir es gerade gesehen haben. Wunderschön. Nicht. So, aber wir wissen Bescheid. Der Block muss einfach nach ganz darüber. Da kommen wir jetzt einfach, warte mal. Viel einfacher. Nö, schon fertig. Geht doch. Mensch, war es jetzt so schwer? Nö, oder? Okay, jetzt komme ich zur Kathedrale, ja? Jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Kathedrale so aussieht. Laut Karte sah das nämlich nicht so aus, als käme jetzt die Kathedrale.
Sah eher so aus, als würde es jetzt noch weitergehen. Das gibt aber Bronze, aber sowas von, oder? Auch Silber. Okay, gut. Kein Problem. Alles gut. So. Dann zeig mal, wie es hier aussieht. Sieht mir nicht anders aus als vorher. Aber sind wieder weniger geworden. Aber Orlando, Johnny, Justin und Krawattenscharf sind alle noch... Der Händler ist weg. Oh, 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 oh. I saw that sheep who was selling stuff fall into the darkness. Seriously? I think all his money was too heavy for him. He was surrounded by a cloud of coins as he fell, shining brilliantly in the light. He looked like a shooting star. Wealth won't save your life here. You have to climb. Hey, man muss aber im Ernsthaft mal anrechnen, dass er lange durchgehalten hat, dafür, dass er so viel Zeug bei sich rumgeschleppt hat die ganze Zeit und so etwas breiter war zum Klettern. I bet I'll see her again today. Who? My wife. Left. She left me. After my business failed. And now she says she wants me to come back. Is she mocking me? It's her fault for betraying me. At least, that's what I told myself. I couldn't face going back to an empty home. Oh. And even then, I could hear her crying. And I knew it was me who was being selfish. And it's my fault she's not with me. I can't ask her to start over with me. How pathetic. Not pathetic. I think I've said more here than I ever have outside. Forget what I said. Well, we're gonna forget anyway, right? Tja, ja. Hinter seiner Fassade merken wir, dass auch er seine ganz eigenen Sorgen und Probleme hat. Er war einst verheiratet und Schuldgefühle. Und seine Ex-Frau ist es, die ihm hier ständig begegnet, wieder als the Big One. Ihr wisst schon. Ach, Orlando. Ich würde dich jetzt gern drücken, aber ich kann nicht, weil du nicht weißt, wer ich bin. Also ich könnte natürlich einfach schon, aber es käme dann vielleicht etwas befremdlich für dich, so Justin. Something big's going to be coming again today, huh? In my case, the big ones. The girl who committed suicide because of me. She wrote in her suicide note that she thanked me. No one blamed me. Being tormented by her here is actually something of a relief. That's... No, really. Seeing you has changed the way I think. While everybody else is busy saving themselves, you've been cheering them on and giving them advice. You made me remember that words can save somebody. If I can get out of here, I'm going to start writing again. This time, I hope I can save someone myself. I see. Sorry, I'm babbling. I want to settle some things with myself. Will this technique be of use to someone? Allow me to explain bracing. If moving the block you want will cause other blocks to fall, add more support with another block first. Once the other blocks are held up, you can move your target block without worrying about the others falling. I've got another one too. Allow me to explain uprooting. When an unmovable block stands in your way, try moving the blocks below it. With that immobile block out of your way, you can create your own path. I'm not going to look away anymore. I'm not going to run away from living. It's the truth. Yeah, I got it. I'll see you later, okay? It's a promise. Do you want to review the techniques? Nee, danke. Mensch, Justin, genauso wollen wir das hören. Jetzt ist er wieder on fire, Leute. Und wir haben gerade gehört, sein persönliches Big One ist das Mädchen, das Selbstmord begangen hat, wegen seines Artikels. Ihr erinnert euch eventuell. Und er hat sich aber in den Kopf gesetzt. Er möchte wieder schreiben. Das ist gut, Mann. Das ist gut. Einfach dieses Mal, um Menschenleben zu retten. Weil, wie hätte man ahnen können, wohin das führen wird, nicht wahr? Gut, während Orlando hinten nicht gerade selbstbewusst wirkt, hat Justin schon fast zu viel davon. Aber nein, teile es mit uns. Teile es mit uns. Auch mit dir, Johnny. Erzähl mir bitte, dass es dir gut geht. I don't want to steal her from him, but I love her. I can't do anything about it. If that's a crime, then this is my punishment. And I just have to accept it. Are you all right? I'm gonna keep climbing.
Sorry for talking so much. You go on. I'm going to put an end to this. Oh ja. Er wirkt auch wenigstens noch so halbwegs motiviert. Um Orlando mache ich mir Sorgen, vor allem, weil er da hinten schon wieder so alleine steht. Wir haben auch immer noch keine Ahnung, was mit unserem VIP-Schaff ist. Der ist irgendwie verschwunden auf einmal. I'll get her. Just watch. I'll get her back. She will be mine. Hey, are you alright? Der sagt auch irgendwie seit Ewigkeiten nichts anderes mehr. So, was haben wir hier noch Schönes? Einen Weichstuhl. Was will er? Warum steht immer diese dämlichen Fragen? Das fragst du dich immer noch. Solange wie du schon hier bist. So, wir speichern mal kurz. Wir speichern mal kurz. So, wunderbar. Wendelflur. Eieiei, der Wendelflur, der ist übel. Wir mussten diese eine Technik mit dem Entwurzeln tatsächlich auch schon anwenden. Haben wir eben gemacht. Sonst wären wir da nämlich definitiv nicht hochgekommen. Let's do this. Take me up. You know the question comes first. Now sit. It seems you've survived, just as I predicted. But this level won't be overcome just through experience. You'll need luck as well. I see something special in you. Like the man who climbed this entire tower long ago. So somebody got out of here before. I'm gonna do even better than he did. There's more than one person depending on me now. This is the 13th question. Is there more to a man-woman relationship than physical differences? Schenkt er dann der Beziehung mehr als körperliche Anziehung? Ich denke mal, das ist ziemlich eindeutig, was hier die Antwort ist, die wir geben müssen. Das steckt mehr dahinter. Menschen sind auch bloß Tiere. Dann zieh mal dran. That's your selection. Let's get a move on. You've come more than halfway up this level. After two more trials, it will end. You will then be at the cathedral. It doesn't matter where I am anymore. I'm gonna keep climbing until I've reached the goal. I'm gonna take care of everything tomorrow. After that, I'll finally be able to tell her how I feel. I'm gonna finish climbing this thing tomorrow and move on with my life. Naja, klang noch nie so sicher wie jetzt gerade in diesem Augenblick. Gut, dann wollen wir uns nochmal die Antworten der anderen gucken und sehen, vor allem wie hoch wir mittlerweile sind. Die Antworten der anderen liegen vor. Hau raus. Was haben die so gesagt? Wahrscheinlich. Holy shit, das. So? Also, ich meine, die Mehrheit sagt, da steckt mehr dahinter, aber ich bin gerade ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Das doch an sich so viel. Das sind bestimmt so 40%, oder? Also bei den Männern auf jeden Fall. Aber bei den Frauen sieht es da auch nicht so anders aus. Krass. Haben wir echt gesagt, nö. Da geht's nur ums Bettgeflüster. Na gut. Nicht meine Ansicht, aber drücken wir mal und gucken uns den Anfang der nächsten Stage an. So, dann war das eben verwirrend ausgedrückt. Ah, das ist nämlich noch eine Prüfung und dann natürlich noch der Ausgang, der uns aufgetragen wurde. Wendelkorridor, 4. Etage. Das ist die letzte Herausforderung. Eine Wand mit 10 Stufen. Setze deinen Verstand da, um einen Weg zum Eingang des nächsten Gebiets zu schaffen. Eine Wand mit 10 Stufen? Wie soll ich das verstehen? Das ist dieses ganz. Gab es nicht so ein ganz kurzes Level sogar nur? Oh ja, ich glaube, das ist es sogar. Ja, das ist es. Seht ihr das? Da oben ist es schon, das Ziel. Wir haben hier eigentlich nur diese. Wir können es ja mal probieren nochmal. Vielleicht schaffen wir es hier auf Anhieb. Wir sehen da unten, es geht ganz schön tief runter. Okay. Vielleicht sollte ich erstmal. Kriegen wir das überhaupt was, wenn ich das jetzt so rausziehe? Ich glaube eher weniger. Ich hole mal das extra Leben und versuch's nochmal von neu, weil das war gerade. Das war leider gar nichts. Undo, soweit es geht am besten. Okay, pass auf, versuchen wir es mal so. Wir müssen halt irgendwie die Möglichkeit finden, wie wir höher klettern können, auch tatsächlich. Und kann man sich nicht irgendwo fallen lassen, oder? Nee. Oh ja, ich erinnere mich an dieses Level.
und wie ich mich daran erinnere. Vielleicht einfach mal alles zum Einsturz bringen. So in regelmäßigen Abständen. So, jetzt hätte ich da schon mal rein theoretisch eine Treppe, aber das ist eigentlich genau anders, falsch rum gebaut. So. So, bringen wir es mal hier zum Einsturz. Um zwei Ebenen und hier um eine. So, da hätte ich, wie gesagt, schon mal rein in der Theorie hätte ich jetzt eine Treppe da. Ich muss jetzt immer noch rausfinden, wie ich jetzt bitte höher kommen soll. Alles rausschieben bis auf einen. Ja, das ist ein Block, auf den ich drauf kann. Aber der fällt jetzt. Soll er nicht. Das möchte ich nochmal von neuem starten. Das ist wieder so eine Sache. Man muss erstmal den Dreh raus haben. Beziehungsweise, was ich jetzt herausfinden muss, ist erstmal, wie kriege ich denn das bitte dazu, dass ich darauf laufen kann? Das ist jetzt die wichtige. Also, dass ich quasi. Ich muss ja die irgendwie so schieben können, dass sie nach oben. Also, dass ich einen Schritt nach oben machen kann, wirklich. Ah, warte mal. Nee. Doch. Halt. Okay. Ich habe eine Idee. Bring das mal so weit es geht zum Einsturz. Ich hoffe, das ist keine doofe Idee. Wahrscheinlich ist es eine völlig doofe Idee, aber... Wir machen das einfach mal. So, dann kann ich nämlich jetzt... das rausziehen. So, dann komme ich nämlich schon mal eine Etage höher. Wenn ich den jetzt auch noch rausziehe, dann kann ich nämlich hier mit der Spinne hoch und... Hoho. Hohoho. Okay. Dann bauen wir uns mal hier jetzt eine kleine Treppe. Frage, vielleicht wieder zum Einsturz bringen? Also vorher dann am besten. Ja, aber hier ist eine Mitte. Na, das ist natürlich ein Loch jetzt. Moment. Moment. Das ist natürlich total bescheuert, dass er da nicht runtergefallen ist, der Block. Warte. Bevor ich den da rausziehe. Was natürlich auch schwierig ist, dass der Block jetzt hier so ein Einsturzblock ist und sofort weg vom Fenster ist, sobald wir das einmal berührt haben. Oh ne, er ist jetzt schon direkt weg. Nope. Nein, 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 nein. Ganz, ganz, ganz falsch angegangen. Wir müssen ja irgendwie... Ich meine, ich wäre jetzt hochgekommen, beziehungsweise ich bin höher gekommen, aber ich muss ja irgendwie auch noch oben da die Reißlinie erreichen. Das heißt, mit anderen Worten, ich muss das hier, glaube ich... Nee, warte, das darf ich nicht zum Einsturz bringen, aber ich muss irgendwie... Versuch mal was. Ich zweifle, dass das funktionieren wird. Aber vielleicht, wenn ich den... quasi vernichte... Nee, Schwachsinn. Das war totaler Unsinn, was ich jetzt gemacht habe. Unfug. Das war wieder Schwachsinn. Ja, definitiv. Wie habe ich das gerade eben gemacht? Moment mal, ich muss ja erst mal... ins Gedächtnis rufen. Ich habe den hier bis auf einen Block runtergebröckelt. Schätze mal, das muss ich jetzt auch wieder tun, deswegen mache ich es einfach mal. Moment, so. So. Diesmal darüber den Block. Dann so. Könnte ich den hier wieder runterbrechen? Halt, bevor ich jetzt hier noch mehr unschuldige Blöcke in den Tod stürze, vielleicht kann ich mir
so ja eine Kleinigkeit zurechtbauen. Guck mal, jetzt kann ich darüber. Aber das ist auch schon wieder so ein blöder Einsturzblock hier. Und nee, ich komme da nämlich jetzt gar nicht rüber, weil ich hier keine Verbindung herstellen kann. Verdammt nochmal, ist das schwer. Ich mache noch einen letzten Versuch, Leute. Und wenn der Part schon wieder viel zu lang ist, aber die Level sind halt echt ultra hart jetzt. Ein letzter Versuch noch und dann versuchen wir es im nächsten Part weiter. So. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den hier auf einen Block runterbrechen muss. Ich wüsste nicht, warum... Also, wie das anders sonst gehen soll. Ich muss halt irgendwie darauf achten... ...ich hier... ...den Turm so dahin baue, dass ich da hoch kann. Jetzt mache ich es aber genauso wie eben, ne? Jetzt habe ich es ganz genauso gemacht wie eben. Und vielleicht... Soll ich den da erstmal gar nicht rausziehen. Damit der hier nämlich nicht einbricht. Der muss aber einbrechen. So. Jetzt kann ich mir den erstmal wegschieben. Und für später aufbewahren. So. Und so. Könnte ich jetzt hier rüber? Das nutzt mir alles gar nichts. Die Schwierigkeit ist halt, der Turm hier darf nicht einstürzen. Der muss jetzt erstmal... Wobei, nee, warte, ich kann ja auch hier... Kann ja auch hier runter. So. Lassen wir den jetzt da erstmal in Ruhe. Das Problem ist jetzt schon wieder, ich komme da nicht rüber so. Ja, jetzt kann ich mal den hier rausziehen. Toll, und jetzt war's das wieder. Ne! Oh Gott, Leute, das wird noch ultra hart nächsten Part. Das war's aber erstmal für heute mit Catherine. Der längste Part bisher, aber... Und also der längste Part mit dem wenigsten Fortschritt. Großartig, oder Leute? Mal gucken. Mal gucken, was ich noch für Ideen habe. Oh ja, yeah, das wird noch... Das wird was. Bis zur nächsten Folge. Ciao.